Ja, jetzt ganz herzlich begrüßen heute in unserem schönen Uffenheim. Wir feiern heute Walburgifest. Mein Name ist Wolfgang Lambe, ich bin der erste Bürgermeister der Stadt Uffenheim und darf Ihnen auch noch meine beiden Schönheiten nebenan vorstellen. Die aktive Mainkönigin von Uffenheim und die am Sonntag dann das Amt übernimmt. Genau, mein Name ist Caroline Lambe, ich habe das Amt 2019 übernommen, jetzt Corona-bedingt so lange ausharren dürfen und darf jetzt am Sonntag an meine Nachfolgerin übergeben. Genau, mein Name ist Shani Bonn und ich bin dann ab Sonntag die neue Mainkönigin. Für mich bedeutet es sehr viel, dass wir diese Veranstaltung heute in Uffenheim wieder machen können. Wir waren jetzt 2 Jahre zu Hause, 2 Jahre war Corona-Lockdown, beziehungsweise war Verbot, sich zu treffen, solche Festlichkeiten zu machen. Und an dem Besuch heute Abend sieht man auch, wie es den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern hier in Uffenheim auch geht, dass die das auch herbeigesehnt haben und voll mit dabei sind. Also ist für eins der wichtigsten Feste in Uffenheim. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr, dass wir endlich Walpurgi wieder feiern können. Es war jetzt eine lange Zeit. Es hat, wie man sieht, allen Menschen gefehlt. Es sind sehr viele da. Und freue mich jetzt auf den Abend und vor allem dann am Sonntag auf den Maiumzug. Rassenverein Uffenheim! Ich freue mich ganz arg auf Sonntag, dass ich da mein Amt übernehmen darf und auch auf den Umzug. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir jetzt wieder Walpurgi feiern können und hoffe auf ein fröhliches Fest. Wir haben heute den ersten Eröffnungsabend mit dem Bieranstich. Morgen finden dann für die Kinder auf dem Festplatz der Schnippeltag statt zum Beispiel und vergünstigte Fahrpreise. Und der Haupttag, natürlich unser großer Tag, ist dann der 1. Mai, an dem dann der Umzug der Mainkönigin stattfindet. Wir haben fast 60 Wägen bzw. auch Gruppen, die dann mitlaufen. Und ich darf an dem Tag auch die Ehrengäste, die stellvertretende Regierungspräsidentin, weitere Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete und weitere Ehrengäste begrüßen. Also ich kann nur jeden einladen, hier am Sonntag nach Uffenheim zu kommen oder natürlich auch am Montag beim Tag der Betriebe. Hier ist was los und ich glaube, das ist ein sehr großes Fest für den Landkreis und ein sehr wichtiges Fest auch für uns als Uffenheim. Nach 2 Jahren Lockdown in Uffenheim wieder feiern. Das ist das Beste, was es gibt im ganzen Landkreis. Uffenheim ist eines der schönsten Städte und Fleckchen im Landkreis und darum kann man nur nach Uffenheim fahren am Wochenende. Das Walpurgisfest ist einmalig hier in der Gegend. Das sieht man schon allein an unseren Gästen, die von nah und fern kommen. Ich lade Sie herzlich ein, den Maiumzug am Sonntag mit anzugucken. Es ist ein einmaliges Erlebnis und jedes Jahr wieder schön. Kirchweih kann ja jeder, Uffenheim kann Walpurgi. Deswegen freuen wir uns sehr, wenn Sie uns in Uffenheim besuchen kommen. Ja.